Kompromiss, geht aber gut. Ich habe sie seit 12 Jahren hier im Betrieb, auch bei auf 60 Meter. Und da ungefähr so 100 Länder mitgearbeitet hier auf diesem Band. Ich muss allerdings dazu sagen, dass die Bedingungen vor 5, 6 Jahren noch ganz anders waren als heute. Da war also jede Nacht USA mit 5-9 in SSB möglich. Und auf jedenfalls in Telegrafie, die Westküste der USA, Hawaii, Alaska, ich weiß nicht was. Mein Gott, das hört man ja heute gar nicht, weil die Bedingungen eben nicht danach sind. DJ 7 Papa India, Lima Bravo 6, Bravo Golf. Lima Bravo 6, Bravo Golf, DJ 7 PI, okay, Michael. Ja, ich weiß, dass ich kenne die Ausbreitungsbedingungen hier. Das waren schon früher beobachtet. Und ja gut, das ist immer eine Frage. Wenn es natürlich sehr ruhig in der Atmosphäre wird, im Winter geht das besser als im Sommer, ist klar. Und in Norwegen, wo du bist, sind die Ausbreitungsbedingungen noch mal ein bisschen anders wie hier. Also du wirst wahrscheinlich die Station schon hören, wenn ich sie noch nicht höre. Umgekehrt ist auf den hohen Bändern. Da hören meine Freunde unten am Mittelmeer auf 10 und 12 hören die schon Stationen. Die höre ich nicht, die höre ich das Monat später. Da ist so, ja, im Winter wird die Atmosphäre ruhiger werden, aber dass wir auf 80 Meter gehen, ist ja hier Tropenband, also das geht schon. Ja, ich habe ja noch, baue mir noch eine Groundline und ich habe sie eigentlich schon fertig. Wollen wir mal aufstellen vielleicht und da Betrieb machen. Ja, du sagtest G5RV oder Doublet, so wie du es hast. Ja, G5RV ist ja auch nur ein Doublet. Ist ja kein Unterschied. Ja, nur, und ungefähr Lambda halbe sind hier, also Lambda Viertel sind ungefähr 13,40 Meter oder 13,50 Meter, was das waren. Und ja, du hast bei beiden Antennen ja schon ein bisschen mehr wie Lambda halbe Führklänge. Also wirst du einen sehr guten Wirkungsgrad haben. Das Problem ist halt einfach nur, ich müsste jetzt mal simulieren, wie die Anpassung bei der G5RV ist, wie hoch die Reaktanzen dort sind. Weil die ist ja eher so auf 20 und 40 ganz gut. Und auf 4, auf 20 und 24 sind die, glaube ich, so ungefähr. Naja, halt einfach eine Frage, was den Tuner du hast und was der Tuner abstimmen kann. Ob es von Strom, Spannungsspeisung geht, ob du Parallelschwingkreis hast. Linkwindung oder Direktankopplung machst, ob du hochohmig parallel auskoppelt oder ob du hochgelegtes L geht oder Doppel-L geht, naja, Möglichkeiten sind ja da viele, aber im Grunde genommen kannst du eigentlich jede dieser Geschichten in Resonanz bringen, nur weil du da selbst wenn du einen unsymmetrischen Tuner hast, irgendeine Geschichte mit einem Trafo und einem Ballon hinten dran, geht auch, also halt dann ein bisschen L in jeden Feeder reinmachen oder eine Feederlänge bestimmen, die annähernd die Impedanz des Trafos trifft. Dann geht das auch einigermaßen brauchbar. Ja, also das ist gerade bei einer Zweitradleitung, also da kannst du fast, da haben wir in Klammern fast beliebige Impedanzen transformieren, sich reichen, schwieriger ist am besten mittelohmige Impedanzen. Und wenn du symmetrischen Koppler hast, dann grundsätzlich die G5RV war ja auch mal als symmetrische Antenne berechnet. Also die Original G5RV ist ja auch mit symmetrischen Koppler betrieben worden. War halt für diese normalen, die Engländer, die nicht so viel Platz haben, diese kleinen Flats. Und war auch gedacht, dass sie auf 20 eine Antenne mit Gewinn ist und so für den Laberfunk die langen Bänder auf 80 und 40, dass sie da Europa-Betrieb war, weil die meisten Lots, die die Engländer so haben, nicht so nicht groß sind. Ja, manche haben sie dann auch sehr fast 205,8, ein bisschen mehr wie 205,8 für 20. Ja, das sind Sachen, die eigentlich ganz gut gehen. Ganz gut, so ein Fall hast du auch auf 20, vor allem wenn du die Zweitradleitung selber baut und so. Fertig gekauft, gerade. Ja, langer Durchgang. Ja, hätte auch ganz mit L-Karte von dir, wenn das möglich ist. Wir machen dran. LC, SCE, 4, 7, 7. Ja, okay, Chris.
RDR 7 Papa India, Lima Bravo 6 Bierglas. Alles klar. Ja, also mit der G5 AV, das ist okay, nicht? Aber auf 60 Meter stimmt da ja die Impedanzübertragung nicht besonders gut. Und da ist es doch besser, eine Antenne zu benutzen, vielleicht genauso lang wie die, oder kurz wie die G5RV, aber dann mit einer Zweidrahtleitung rein ins Check. Ich habe hier zurzeit den Ameriton Alpha Tango Romeo 30 Tuner laufen und der macht ungefähr alles, was ich will. Der hat ja einen Barlow drin, aber irgendwie ist das sehr gut. Ich hatte nämlich auch einen Polestar, den mit Balloon, weiß nicht mehr, wie das Ding hieß, aber der machte, also da wurde der Balloon warm und der änderte dann die Abstimmung, nicht? Wenn du da, jedenfalls, ich habe auf den anderen Bändern da ein bisschen mehr Power und wenn du da auf 80 Meter da 700 Watt reingeblasen hast, dann änderte sich also die Abstimmung ganz langsam. Ich wurde immer schlimmeres Stehwellenverhältnis und so weiter. Das war nicht der Fall oder ist nicht der Fall bei dem ATR 30 hier. Auf 60 Meter ist das natürlich kein Problem mit 100 Watt. Das macht er ja spielend, nein. Ich hatte auch den symmetrischen Koppler von Polestar mal. Der hatte allerdings eine sehr, sehr geringe Impedanzvariation. So, da musste man also ganz viel fummeln mit der Länge der Zuleitung, der symmetrischen Zuleitung oder mit der Länge der Antenne, um das auf sämtlichen Bändern dahin zu kriegen. Das geht ein bisschen einfacher hier mit dem ATR 30. Der macht das also ganz prima. Ob nun das immer so optimal ist, das weiß ich nicht, aber das liegt jedenfalls nicht am Meritron. Das liegt an der Wahl der Antennenlänge und der Fiederlänge. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Nein, also Manfred, Chris, du hast mich da so ein bisschen missverstanden. Also ich bin seit 12 Jahren sehr aktiv auf 60 Meter, bin ungefähr jede Nacht QRV, weil ich nicht eine Nacht durchschlafen kann. Und es ist mir also in den letzten 2-3 Jahren nur ein- oder zweimal gelungen, ein SSB-QSO mit der Ostküste hinzukriegen. Und ja, in Telegrafie komme ich bis Mittel-USA, Arizona, 559 oder sowas, nicht mehr. Das war also vor 7-8 Jahren völlig anders. Jeden Abend im Winter hatte ich da eine Runde mit den Leuten in United Kingdom auf der, 54305,5, die SSB-Frequenz da. Und wir wurden immer so kurz vor Mitternacht, wenn in USA die Dämmerung eintraf, aus USA angerufen, SSB. Und die Rapporte waren im Allgemeinen so 5,9, 5,9 plus. Dabei war auch der Heimir aus Island, Tango Foxtrot 1, Echo India November. Und das war auch 5,9, 5,9 plus in USA. Das ist heute überhaupt nicht mehr drin. Ist überhaupt nicht mehr drin. Und das liegt also, woran das liegt, weiß ich nicht. Aber vielleicht müssen wir mehr Sonnenflecken haben, um gut DXen zu können auf 60 Meter. Ich weiß nicht, Chris.
Was die QSL-Karte betrifft, ich bin zwar im Club, benutze aber nicht die QSL-Vermittlung des Clubs länger. Das geht also nur direkt. Rückporto ist nicht erforderlich. Wenn du auf die QSZ.com gehst, dann findest du meine Adresse, Chris. Delta Juliet 7, Papa India, Lima Bravo 6, Bravo Gold. Ja, Roger. Ja, so wie es das anhört, ist es irgendwann Nordlicht. Das Rufzeichen lässt auch vermuten, ja. Schon fast ein paar Windungen auf der Spule. Das ist wahrscheinlich so alt wie meine Eltern oder ein bisschen vor, so alt wie meine Eltern. Ja, aber das war so genau, was du vorhin sagtest. Ja, vor ein paar Jahren. Ich habe relativ viel 80 und 160 gemacht. Ich habe jahrelang 160 gemacht. Und, ist natürlich in der Hochphase geht es auch niedrig hängenden Dipol bis an USA, Ostküste, kein Problem. Und wenn man halt mehr erreichen will, muss man halt wesentlich mehr Aufwand treiben. Das heißt, du musst dann wirklich eine Vertikalantenne haben für die unteren Bänder und dann Beverage-Antennen zum Hören. Und das, was du da betreibst, genau das ist es. Das sind alles keine symmetrischen Tuner. Das ist alles... Ja, sind diese ATR, Milton ATR 3, das wir gemacht haben.